Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Frostprank. Mein Name ist Marok Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Und wir sind jetzt hier, wie man sehen kann, bei Tag 18 stehen geblieben. Und wir mussten leider ein, zweimal wiederholen. Ist fertig. Wir sind schon zwei Tage im Verzug, weil wir... jetzt muss ich mich selber wieder erstmal einfinden. Wir haben hier nicht genug Funktionen, also das ist klar. Okay. Okay. Wir müssen echt außerhalb der Baustelle wohnen, wenn du kannst hier aber nicht. Das ist hier. Okay, warte mal, wir gucken mal hier, was wir hier haben. Hier haben wir die Kohle. Ne, Eisen. 10 Mann sind auch da. Gut, okay. Die Schienen sind mit Eis bedeckt und an einigen Stellen völlig unsichtbar. Wir folgen ihnen. Achso, das kennen wir schon. Die folgen denen nachdem die Schienen unter dem Eis verschwunden waren, sind wir während ungefähr Verlauf für ein paar Meilen gefolgt. Wir haben nichts gefunden, genau. Okay. Da endet nämlich die Spur, dann gehen die nämlich in die Richtung jetzt. Also da draußen ist schon alles irgendwie Eis, ne? Nur bei uns noch nicht. Sorry, liebe Leute. Ah. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier... wir sind nämlich zwei Tage im Verzug. Wir brauchen noch... Achso, diese komfortablen Dings. Das Gesetz müssen wir noch erlassen. Und hoffen wir mal, dass wir mit dem Dings hier anfangen können. Druckventil und Turmpumpen. Haben wir die Turmpumpen schon? Was da steht da? Maschinenwerkstatt. Druckventil und Turmpumpen. Maschinenwerkstatt. Habe ich eine Maschinenwerkstatt hier? Da ist ja eine. Ah, die ist nicht an. Da, jetzt, Maschinenwerkstatt. Die war die ganze Zeit gar nicht an. Das ist doch nicht zu glauben. Bauprofile. Wir brauchen mehr Holz, mehr Holz. Wir müssen mehr Holz. Wir schicken jetzt hier mal ein paar Holzfäller hin. Die mal hier jetzt mal richtig Gas geben, von morgens bis abends. Wie viel Holz können wir hier rausholen? 320, okay. Das ist schon mal was. Hier. Können wir auch noch mal Holz rausholen, außer Betrieb. Und die arbeiten wir auch länger jetzt hier, längere Schichten. Weil wir brauchen dringend Holz. Unser Holzhafen ist nämlich hier weit hinten. Er produziert auch ordentlich. Aber irgendwie langt das nicht. So, haben wir noch Mitarbeiter, die frei sind? Nee. Okay. Wir produzieren erstmal diese ganzen Bauprofile. Würde ich vorschlagen. Wir brauchen auch forschungstechnisch brauchen wir mal ein bisschen größere Lager oder sowas. Gießerei. Und wir produzieren die Gießerei mal. Giftstufe ist. Und haben wir schon ein bisschen unten gehalten. Von 8 bis 18 Uhr. Die arbeiten ja schon. Ach, die arbeiten schon, siehst du. Ich hab die Zeit gar nicht gesehen. Fabrikaufsichtsbehörde nicht gebaut. Manchmal geht's halt nicht. Was soll ich denn machen? Also sowas aber auch, du Aufsichtsbehörde da. Hier, in dem Bereich passt sie nicht rein. Eins können wir machen. Wir könnten die aber auch hier hinstellen. Das könnten wir machen. Ja, das ist so Lager-Ingenieursbereich hier und so. Das ist hier so ein bisschen die Führung und so, ne? So, okay. Fischerhafen. Haben wir noch niemanden da? Brauchen wir auch nicht. Also, die Kohle. Wir können das Gesetz erlassen. Komfortable Quartiere. Komfortabel, der steigt wieder.
Ja, es ist doch mal was Schönes, ja. Jetzt haben wir nur noch 8 statt 10. Ich freue mich, das zu hören. Wir haben wirklich mehr Platz. Oh, endlich kann ich mich umdrehen, ohne meine Nachbarn anzurempeln. Das ist doch mal was, hä? Da war ich doch jetzt mal großzügig, hä? So. Wir bräuchten noch mal hier, aber. Das war ein Second. Für die Motivation hätten wir noch eine Kirche hinbauen können. Ah, siehst du? Genau. Da noch mal eine Kirche. So. Hier passt leider keine hin, aber hier. Ich denke, das kann man auch dann so stehen lassen. Genau. Und wo hätten wir noch eine? Jetzt haben wir aber kein Holz mehr. Bauprofile. 20 Holz werden benötigt. Holz ist immer so eine ganz rar bei uns. Ja. Können wir jetzt was bauen da? Generator. War nix. Im Hafen lasse ich auch nur bis 18 Uhr arbeiten, weil ich kann nicht immer alles. Wir sind schon 2 Tage in Verzug. Natürlich werden sie nicht arbeiten, wenn da kein Weg ist, ne? Das ist doch schon klaro. Was ist das denn da hinten? Ach, die Sonne. Die Sonne. Wild sind hier angetroffen. Okay, warte mal, die sind eingetroffen. Die großen Doppeltüren des Lagerhauses stehen offen. Im Inneren befindet sich ein Stapel Kisten mit Konserven, auf dem französische Etiketten zu sehen sind. Erforschen. Bis zur letzten Dose. Bis zur letzten Dose. Als wir den Bestand der Nahrungsmittel aufnehmen, fragen uns einige Arbeiter, ob wir Französisch können und wissen, ob die Creuse-Neuve bald kommt und würde, weil sie hier kaum noch aushalten. Sie waren anscheinend schon seit einiger Zeit auf den Weg und haben sich bisher von Konserven ernährt. Wir erhalten ein paar Rationen. Legen Sie rein und nein, wir sagen Ihnen die Wahrheit. So. Wir haben den armen Franzosen gesagt, dass niemand kommen wird. Sie haben ihre Nahrungsmittel sofort zusammengepackt, um sich auf den Weg zu machen. Okay. Und unsere Reise geht wohin jetzt? Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal zurück, bringen die ganzen die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben, zurück und dann von da aus starten wir wieder die Mission in die Richtung hier oder in die eins von beiden. Aber hier haben wir schon ein Team. Also gehen wir in die Richtung. Okay. Die Sachen werden jetzt gebaut. Die Wege verlaufen sich dahin. Bauprofile. Wir sind schon jetzt etwa mit 11 Stunden im Verzug. Und wenn wir es genau betrachten, Kosten der Phase, wir brauchen 10 davon, 10 davon. Und was haben wir jetzt aktuell? Auf Lager haben wir nur 3. Also Bauprofile 4 und Dampftauscher 3. Wir hoffen mal, dass wir in der nächsten Schicht Administration, radikale Behandlung, Lebenserhaltung können wir zum Beispiel machen. Hafenschleim, Faustkämpfe, Beerdigung, hier Heimführung der Leichen, das wollten wir ja auch machen, ne? Ach, herrje. Also wir haben hier eine gute Baustelle.
Und in der nächsten Runde, wir haben hier nicht genug Ingenieure hier drinne. Genau. Bei der nächsten Bestellung brauchen wir Ingenieure. Ja, einfach diese 6 Ingenieure, dass sie in einen Tag kommen und dann können wir die hier nämlich einsetzen. Siehst du, das ist schon mal fertig. Ist erledigt. Okay. Holz haben sie genug. Da fehlt der Weg dahin. Müssen noch einen Weg dahin bauen, okay. Ah, hier scheint das Lager jetzt ziemlich voll zu sein. Hier auch, hier auch. Hier ist noch ein bisschen was frei. Hier können wir anfangen, auch mal zu bauen. Wir haben nämlich hier, also wir haben das, das. Wir brauchen hier noch ein Badehaus. Ein Badehaus irgendwo hier in der Ecke, würde ich sagen. Und eine Kirche. Zwei Sachen, Badehaus und Kirche. Und hier könnten wir noch eins. Oh, haben wir 7 Kranke von? Was sind die denn krank geworden? Auswählen, zum Beispiel. Auswahl. Ja, warum bist du denn jetzt krank geworden? Verstehe ich nicht. Na gut, vielleicht einfach so. Ne? Aber eigentlich hätten wir doch jetzt genug Holz, um wenigstens diesen Weg dahin zu bauen. Da. Genau, so. So ist das hier. Wir haben es ein bisschen falsch rum hingebaut, aber alles gut. Gibt es auch Häuser, die direkt zur Wand starren. Dafür haben die die Sonnenseite auf der anderen. So würde ich das jetzt behaupten. Ne. Okay. Ach, da fehlt der Weg auch. Gucken, wo die Wege überall ein bisschen fehlen. Hier fehlt der Weg nicht. Hier fehlt der Weg auch nicht. Alles da. Okay. Das Interessante ist hier, wenn man das hier alles wegreißen würde, man würde einiges an Platz hier sparen doch. Wir haben ja noch jede Menge Kohle hier und ach jeder. Wie sieht es denn hier aus? Also, bestellt haben wir jetzt 4 Ingenieure. Auf dem Weg. Wie ist denn unsere Mannschaft? Die ist kurz davor. Die haben nämlich jede Menge Zeug dabei. Siehst du? 2 Dampfkerne, da 132 Essen. 1 können wir noch schnell. Ne, können wir nicht bauen, weil wir kein Holz haben. Aber 1 können wir trotzdem bauen. Wir haben ein paar Arbeiter frei. Rohstoffe kann ich nichts machen. Das hier finde ich, dass es keine Lösung dafür gibt. Zum Beispiel, dass wenn man hier ein Rohstoffdepot, ein Holzdepot, dass die Leute das Holz direkt hier hinbringen. Nein, aber die kommen immer hier durch den ganzen Weg gelaufen. Um natürlich dann das Material hier einzulagern. Finde ich ein bisschen seltsam, aber so ist das halt. So. Die Arbeit beginnt wieder. Wir produzieren jetzt wieder Holz. Wir können mal gucken, Bauprofile.
Müssen das gut in Auge behalten hier. Wir brauchen die Bauprofile jetzt erstmal für unser Projekt und danach können wir gucken, dass wir, sage ich mal, die Baustelle etwas sicherer machen. Das Holz ist uns ausgegangen, ist mir schon klar. Immer wenn wir 20 haben, können wir ein Bauprofil herstellen. Na, guck, zack, wieder 20. Kohle ist rar. Kohle ist wirklich rar bei uns. Hier. Kohle macht auch diese Schichten, weil bringt nichts, wenn die dann da. Komm schon, die Bauprofile her mit dem Bauprofil. Da will einer was haben. Warte mal. Unzufriedenheit und Streiks. Sir, wir möchten deine Aufmerksamkeit auf die große Unzufriedenheit unserer Bevölkerung lenken. Je größer sie ist, desto. Ja, wegen was seid ihr denn unzufrieden? Keine Fabrik. Ja, okay. Überstunden. Ausrüstung, okay. Unbeliebte Entscheidungen. Ist ja gut. Großrohstoffdepot, verbesserte Hafen zum Beispiel. Dampfsägewerk. Wozu soll ich denn ein Dampfsägewerk? Braucht kein Mensch. So. Bauprofile. Können wir die Baustelle herstellen? Okay. Und dann Bauprofile noch mehr. Noch mehr Bauprofile. Da könnt ihr schon mal anfangen hier. Vollgas. Es gibt keine neuen Gesetze. Doch hier. New company rules are in place. Immerhin. Genau, das, so musst du das sehen. Immerhin. Warte mal. Na, siehst du, klappt doch. 75 Holz nur noch. Wir brauchen mehr Bauprofile. Damit wir die sicher machen, brauchen wir wie viel? 6 Bauprofile. Na kommt schon, 4, 6. Wenn die 4 produziert haben, können wir die nämlich auch mit rüber schicken. Und dann können die Wildhüter-Einheit. Okay, sehr gut. Dann können wir die mal jetzt hier rüber schicken. Ah, darüber, genau. Erstmal außer Betrieb. Und dann haben wir das sehr gut. Komm, stell noch die 3 her. Das reicht mir. Ach, die Baustelle ist schon voll. Na gut, dann wieder zurück an die Arbeit. Ihr könnt ja für die andere Fabrik auch noch mal ein bisschen was herstellen. Ich guck mal, dass wir hier Wege hinbekommen für die diese Leichenhalle oder was das ist. So.
Sehr, sehr gut. Ich glaube, der größte Viertel wird hier sein. Ja. Das ist schon ein großer Viertel, aber. Wie sieht's hier aus? Wie viel Holz habt ihr noch? 109. In der Schicht, glaube ich, sind die bald zu Ende. Okay, Einwohner sind außer sich. Oh, 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 was machen wir denn da? Sir, die Einwohner sind mit einer Methoden äußerst unzufrieden. Sie haben mit den Vorbereitungen für einen Generalstreik begonnen. Was sollen wir tun, um zu verändern? Du hast 2 Tage Zeit, die Unzufriedenheit zu senken. Okay. Großes Rohstoffdepot brauchen wir. Zufriedenheit. Ja, genau. Es gibt das. Gibt es irgendetwas, was wir für die machen können? Die Unzufriedenheit hier. Und zum Beispiel diese Mitarbeiter hier, die müssen immer hier Kohle scheffeln, egal was das kostet. Und hier machen wir den erweiterten Hafen. Rohstoffe, verbesserter Hafen. Auf jeden Fall hier erstmal. Und dann kommt direkt daneben dran eine Sammelstelle. Leider können wir die nicht irgendwo anders platzieren, außer da. Genau, so. Und wie sieht es denn mit unseren Projekten aus? Fälligkeit. Sehr gut, wir sind in Dings. Okay, wir müssen keine Überstunden mehr schieben. Bleibt ruhig. Wo haben wir denn Überstunden? Überstunden. 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 Bleibt doch ruhig, wir sind doch dabei. Sägewerk. Ja, genau. Die Fabrik aus Aufsichtsbehörde. Okay, die Motivation steigt. Nein, senkt. Sehr gut, Gott sei Dank. Ey, wir haben es jetzt langsam. Wir haben es doch, wir haben es doch. Ah. Überstunden. Wo habt ihr denn noch Überstunden? Ihr habt doch gar keine mehr. Doch, hier am Hafen hatte ich welche gehabt. Wo war denn das denn noch hier? Die Baustelle. Außer Betrieb. Ich wüsste jetzt nicht. Ach so, doch hier. Hier die Holzleichenhalle gebaut. Motivation steigt. Sehr gut. Überstunden sind alle weg. Nur hier müsst ihr Überstunden machen. Das ist leichter. Siehst du? Genau. Der Rest ist für mich nicht interessant. So, warte mal. Wenn ich hier ein bisschen verbinden. Leichenhalle. Wir haben keine Leichen, so. Müssen noch mehr Leute bestellen. Vielen Dank.
Ich weiß, ich weiß. Erweiterter Hafen ist da. Sehr gut. Wir haben wieder alles unter Kontrolle und sind in unserer Zeit wieder. Mit 5 Stunden in Verzug, also wir müssen am Tag 25 fertig sein. Unsere Baustelle wird gesichert. Die Kohle ist nämlich das größte Problem. Ich würde gerne denen mal hier Einwohner. Ein bisschen mehr Einwohner hier rüber. Scharen. Wie viel haben wir denn noch hier? 94. Das könnt ihr eigentlich abbauen. Und dann baut ihr bitte einen neuen in die Ecke rein. Aber das machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.